Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fares Front hier auf meinem Kanal und auch zu einer neuen Staffel. Das neue Update ist jetzt erschienen und ich dachte, das ist nochmal ein kleiner Grund, weswegen wir nochmal eine kleine Runde Fares Front hier spielen werden. Ich weiß noch nicht, wie lange das Projekt jetzt hier gehen wird. Ich denke mal, es wird nicht zu lange gehen, aber ein paar Folgen auf jeden Fall. Wir schnuppern mal rein, was sich seit der Staffel 1 so getan hat. Und wenn euch interessiert, wenn euch die damalige Staffel interessiert, verlinke ich euch die nochmal am Ende des Videos. Und wenn euch noch interessiert, was beim letzten Update so, also bei jetzt dem Update von vor 2 Tagen, alles so erschienen ist, das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Schaut doch auch da gerne mal rein. Wir spielen jetzt alles auf leicht. Ich dachte, wir haben beim letzten Mal die Plünderer auf Fahrt gespielt. Wir können uns jetzt mal ein bisschen aufs Bauen konzentrieren. Das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen und genau. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt schon mal kurz die Map mir angeguckt. Wir haben hier gleich Kohle und Eisen. Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Hier oben haben wir noch einen See in Reichweite. Das ist auch eine gute Sache prinzipiell. Und hier unten haben wir Rehe. Deswegen hatte ich mir ja schon überlegt, hier ist sogar noch Lehm, dass wir ungefähr hier so auf der Höhe schön in den Wald, würde ich sagen, unser Haus setzen und unser Stadtzentrum, und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein. So, ich mache jetzt aber die Musik noch mal ein bisschen leiser, weil das ist dann doch ein bisschen laut, finde ich. Und genau, dann sollen die jetzt hier schön ihr erstmal bauen, Ressourcen abbauen. So, können wir ruhig ein paar mehr machen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Das Spiel hat damals sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir auch sicher, dass es diesmal auch immer noch ein ordentlicher Spaßfaktor sein kann. Wir gucken einfach mal. Na, viel mehr Weg würde ich jetzt erstmal nicht bauen. Die Leute sollen jetzt hier erstmal sich darauf konzentrieren, dass wir schnellstmöglich alles bauen, was wir am Anfang brauchen. Auch einen Jäger für Nahrung. Dass das jetzt hier alles relativ fix geht. Ich würde dann gleich mal hier unten Ressourcen. Hier unten irgendwo dann unser. Genau. Für Brennholz, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Und dann brauchen wir hier unten auch einen Jäger, aber den können wir jetzt noch nicht bauen. Da müssen wir dann mal gucken. Hier oben wäre auch noch ein bisschen. Eine Sammlerhütte können wir dann auch auf jeden Fall bauen. Hier unten wäre auch noch mal wild. Genau, müssen wir dann einfach mal gucken. Kriegen wir hin. Denke ich auf jeden Fall. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir auch Gold auf der Map haben. Ich hoffe es, weil ohne ist das immer ziemlich schwierig. Aber müssen wir gucken. Wir brauchen ja kein großes stehendes Heer diesmal. Dadurch sollten sich ja die Kosten, die wir dann haben, auch relativ in Grenzen halten. So. Fangt doch mal an hier zu bauen. Das ist aber schon schön zu beobachten hier. Ich mag so eine Spiele, wo man auch das Ganze beobachten kann. Das ist doch immer was Schönes. So, seid ihr jetzt soweit? Müssen die Baumstämme auch noch entfernt werden? Das ist dann, glaube ich, neu. Das ist, glaube ich, neu. Das kenne ich noch nicht. Na ja, mal gucken. So, jetzt bringt doch mal das Holz hier hin. So langsam. Jetzt. Jetzt. Da wird's gebaut. Sehr schön. Da ist es fertig. Unser Stadtzentrum. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir brauchen auf jeden Fall ein Lager. Ja, bauen wir das dahin. Und das andere Lager können wir noch nicht bauen. Okay, Ressourcen mehr können wir da auch noch nicht bauen. Aber wir können Wohnraum bauen.
So, mit Tab. Wir lassen hier gleich was frei. Für die Attraktivität. Ich würde das hier priorisieren, genau. Oh, das ging schnell. So. So, genau. Perfekt. Jetzt haben wir auch erstmal wieder genug Wohnraum. Und dann passt das hier alles schon mal. Stapelplatz, der wird gebaut. Ja, verdammt. Weitere Leute, sehr schön. Sechs Häuser bereit, das machen wir. Das machen wir schon. Hier, das wird, genau, der macht schon, perfekt. Dann würde ich sagen, das Lager können wir noch nicht bauen, okay. Dazu musst du erst fertig werden. Einen Brunnen müssen wir noch bauen, das machen wir auch direkt. Das war, glaube ich, hier bei Annehmlichkeit, nee, bei Ressourcen, genau. So, dann bauen wir hier noch einen Brunnen hin. Dazu müssen wir hier die Ressourcen mal abbauen. Sehr schön, neue Dorfbewohner haben wir auch dazu bekommen. Dann geht das hier alles auch gleich viel schneller. Aber wir haben schon Herbst. Scheiße, 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 scheiße. Nahrungsproduktion. So, bauen wir mal den Sammler und einmal den Jäger. Ressourcen abbauen. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Das wird so Lager. Was können wir noch? Nee, können wir noch nicht. Gleich können wir es aber bauen. Perfekt. So, das bauen wir auch direkt. Machen wir gleich mal einen Screenshot von. Nee. Aufnehmen. Natürlich nehmen wir die auf. Anfang braucht man immer genug Leute. So, was auch immer das war, ich habe da jetzt nicht aufgepasst. Gut. Perfekt. Wir brauchen hier das Lager. Muss erstmal, dass wir hier was vernünftig lagern können. Dann werden wir auch direkt das Lebensmittellager hier daneben setzen. So. Ziel entfernen, Ressourcen abbauen. Priorisiert. Wie viele Leute haben wir? 22. Sehr schön. Nur noch für 5 Monate Nahrung. Das ist natürlich nicht so schön. Arbeitsbereiche. Das kennen wir schon. Also über den Winter kommen wir auf jeden Fall noch. Danach müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. So, hier wird jetzt abgebaut. Gut, dann würde ich hier noch einen Weg erstmal bauen. Und dann würde ich auch hier nochmal einen zweiten
Jäger hier unten hinbauen. Ne, das ist eine Segelgrube, das wollen wir nicht. Nahrung hier. Jäger. Machen wir hier einen Jäger nochmal hin. Was das war hier? Räuchereien. Nee, das brauchen wir nicht. Ressourcen. Lagerraum und Ressourcenproduktion. Gut, das. Was? Plünderer greifen an? Oder, nee, Dorfbewohner werden angegriffen, war das gerade, oder? Jetzt nicht, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Gut, hier das Nahrungslager wird auch gebaut, das ist sehr gut. Perfekt. So, dann können wir jetzt hier schon mal eine Sägewerk bauen. Das brauchen wir nämlich dann für Bretter. Gut, perfekt. Den Brunnen haben wir. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Gerberei noch bauen. Die bauen wir hier unten hin. Oh, was ist hier das Problem? Lager, okay, Lager des Gebäudes sind voll. Das heißt, aber eigentlich, nee, hier ist noch Platz. Ah, ja, genau. Gut. So, wir werden hier gleich schon mal, wenn wir das noch nicht haben, aber das gleich mal rausnehmen. Was war jetzt? Achso, die Autospeicherung. Gut, der Jäger, der soll dann auf jeden Fall hier hinten ein bisschen jagen und dann werden wir hier auch mal anfangen, ein bisschen mehr zu erforschen oder zu erkunden, um mal ein bisschen besseren Eindruck von der Map zu bekommen. Und zu überlegen, wie wir das mit den Feldern machen, weil das ist nämlich auch noch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Weil ich die fast erstmal für den Anfang hier hinten hinmachen würde. So, Felder. Nahrungsproduktion, Feld. Oh, das ist ja auch gleich schön. Dekoration, Straße und Zäune. Das ist auch gleich schön vernünftig von der Fruchtbarkeit. Das ist auch mal wichtig. So, und ein Zäune ist auch wichtig, damit die Wildtiere da nicht raufgehen. Sehr gut. So, Nahrung. Ja, das wird dann alles noch. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Das Territorium können wir ausmachen, das brauchen wir nicht mehr. Nahrungsarten 2? Warum haben die denn 2 Nahrungsarten? Ach, Obst ist noch da. Okay. Obst ist noch da. So, das können wir auch gleich mal ein bisschen was bauen von. Die ersten Bretter kriegen wir ja auch ran. Steine kriegen wir auch die ersten. Ressource abbauen. Damit wir. Aber das Feld sollte dann auf jeden Fall Priorität kriegen, dass wir da dann ab nächstes Jahr dann anfangen können, Nahrung übers Feld zu produzieren. Das ist natürlich auf jeden Fall mal ein großer Vorteil. Werden wir noch eine Räucherei bauen. Die ist gut für die Haltbarkeit. Das ist nämlich auch wichtig. Gerberei. Ja. Bauen wir noch ein paar Häuser, damit wir hier wieder Leute rankriegen. So.
So, machen wir 5er rein. Ich denke, das ist, passt so. Vorstehende Hitzewelle, da ist dann jetzt der Verbrauch an Wasser, glaube ich, in den Brunnen. Okay, was ist das? Das war so nicht geplant. Da ist dann, glaube ich, jetzt der Wasserverbrauch in den Brunnen höher. Ist jetzt aber erstmal nicht dramatisch. Achso, wir brauchen für die Dekoration Gold, okay. Ja, das kriegen wir über den Marktplatz hin. So, den müssen wir auf jeden Fall jetzt auch bauen. Und dann könnt ihr hier hinten schon mal genau Holz fällen, vernünftig. Aber ich werde den Häusern hier mal Priorität geben. Damit das hier ein bisschen schneller geht und wieder ein paar Leute einziehen können. So, die produzieren hier gut ordentlich Nahrung, genau. Der Jäger hier bestimmt auch. Ja, Wildschwein bringt nämlich ein bisschen mehr Nahrung als so ein Reh. Deswegen ist das hier mit dem Wildschwein-Vorkommen gar nicht mal so schlecht. Wo haben wir denn hier Wildschweine? Ich sehe gar keine. Hier ist ein Reh. Naja, gut. Die wird das schon machen. Trägt Kadaver zusammen. So, unsere. Genau, das ist auf jeden Fall da. Das passt. Wie sieht's denn aus mit Arbeitskräften? 11 Stück. Wir können ja mal noch ein paar mehr zu den Bauleuten machen. Dann geht das hier nämlich auch noch mal ein bisschen schneller voran. Wenn mehr daran arbeiten. Dann hoffen wir mal, dass wir dadurch dann auch ein paar Leute dazu kriegen hier vernünftig. Das wäre nämlich wichtig. Gerade auch damit hier der das Feld fertig wird. Das wird im Winter jetzt nämlich. Das wird im Winter auf jeden Fall jetzt nämlich nicht fertig. Aber das sollte auch jetzt nicht das Problem sein. Ich glaube, hier ist auch der Weg schief. So, jetzt passt das. So, jetzt haben wir auch wieder mehr Wohnraum, genau. Es gibt eigentlich mal, wenn das, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, gab es mal, dass man immer 100 Wohnraum mehr haben sollte als Bewohner, dass das dann quasi, dass man dadurch dann eine ordentlich schöne Einwanderungswellen bekommt. Da weiß ich aber nicht, ob das immer noch so ist. Könnte ich mir aber gut vorstellen. So, Bretter haben wir genug. So, wie sieht's denn hier aus? Was fehlt uns noch? Uns fehlt noch Attraktivität, ja. Naja, gut, das wird ja hier hoffentlich sich bald auch legen. Ansonsten, Nahrung wird knapp. Würde ich sagen, machen wir mal noch eine Nahrungsproduktion und setzen hier noch einen Jäger hin. Das müssen wir nämlich alles jetzt noch über Jagd abdecken. So, könnt ihr jetzt hier noch mal euch ein bisschen beeilen mit den Hindernissen. Das wäre nämlich sehr, sehr nett. Ich werde hier auch mal direkt daneben noch ein Feld hinsetzen. Hat einfach den Hintergrund, brauchen tun was. Also Felder braucht man massenhaft. Also wirklich massenhaft. So. Perfekt. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge jetzt erstmal.
Ich würde mit eurem Einverständnis das jetzt mal alles hier ein bisschen noch laufen lassen, dass sich das jetzt alles einpegelt. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich würde sagen, ich überspringe jetzt den Winter, dass wir uns dann im Frühling quasi wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.